Nein, jetzt gehst einmal du, Thomas, bitte. Halt das nicht mehr aus. Kinder, stellt euch vor, der Weihnachtsmann ruft bei uns an. Ho, 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 ich bin's, der Weihnachtsmann. Servus. Ihr dürft euch was wünschen. Also ich wünsche mir einen interventionsfreien ORF. Vielleicht einen Sozialdemokraten als Vorsitzenden in der SPÖ? Kinder, der Weihnachtsmann kann doch nicht zaubern. Sie sind voll drauf reingefallen. Ja, liebe Kinder, und das Christkind ist auch schon da. Oder das wirst du mir büßen. Geht. Jetzt haben Sie es sicher gemerkt. Hallo, Servus. Ich bin's, der Nico. Ach ja, der Nico. Hallo, ich habe mir gedacht, ich melde mich kurz vor Weihnachten bei euch, um euch schöne Weihnachten zu wünschen und einen guten Rutsch, wie das so bei Freunden üblich ist, gell? Oh, da fühlen wir uns aber geehrt, dass du dich bei uns meldest. Mir ist halt sonst niemand eingefallen. Ja, und da kriegen wir auch was geschenkt? Nein, ja, nein, weil ihr wisst eh, die sind ja gerade alle total korruptionshysterisch und das schaut dann womöglich so aus, als wenn wir euch irgendwie dingsen täten. Und das ist ja wirklich was, was sie nicht wollen. Wollerten. Nein, ne? Aber ein Gegengeschäft könnte man anbieten. Schaut's her, wir haben beide kommunikationsmäßig echt große Brocken zum Stemmen. Ich muss gerade den Leuten erklären, warum das Belastungspaket Schuldenbremse heißt und wieso das jetzt super ist von der sozialen Gerechtigkeit her. Das ist einfach, da macht's einfach so Autoaufkleber, ich bremse auch für Arme. Genau. Und argumentieren tut's so, die Reichen haben keine Schulden, sonst wären sie nicht reich. Schulden haben die Armen und deswegen ist die Schuldenbremse eigentlich eine soziale Maßnahme. Das glauben die Leute. Die glauben ja auch, dass der Werner Faymann auf Facebook ist, oder? Aber ob der Werner glaubt, dass uns das nach vorhaut? Ja, aber beim Bremsen in einem Auto haut sich ja die Leute auch nach vor. Ja, genau. Da machst du gleich einen Slogan draus, ne? Wir bringen Österreich nach vorne, SPÖ die Schuldenbremse, ne? Nicht schlecht. Ich probiere das einmal aus in ein paar Leserbriefen. Achso, der Nico, der hat auch noch was. Ja, also ich muss dann, da Alex will, dass ich jetzt die 7%ige ORF-Gebührenerhöhung als Zucker verkaufe. Weil die FPÖ, die torpediert den ORF jetzt schon die ganze Zeit. Deswegen. Na schau, pass auf, das macht so, die 7%, die sind ja in Euro. Wenn man es in Schilling rechnet, schaut die Geschichte ganz anders aus, weil 1 Euro sind ca. 14 Schilling, also wenn du die 7% durch 14 dividierst, bleibt da Erhöhung über von gerade einmal 0,5%. Und gerade die FPÖ-Kernwähler rechnen eh noch alle in Schilling. Naja, ein paar sogar in Reichsmark, oder? Puh, danke, da habt ihr uns jetzt wirklich echt weitergeholfen. Jederzeit gerne. Gerne. Du, was ist jetzt mit dem Gegengeschäft? Also, ich will mich ja nicht wichtig machen, das ist nicht mein Stil, aber ich habe sehr gute Beziehungen zum ORF. Und da könnte ich dem Alex mal vorschlagen, dass ihr eine eigene Sendung bekommt. Nico, eigentlich haben wir drei schon eine eigene Sendung. Ja, richtig. Ich habe schon einiges darüber gehört. Da soll am Schluss immer so ein voll lustiges Komikerpaar auftreten. Das muss ich mir mal anschauen. Also, schöne Bescherung. Vierte Papa, danke. Ja. Ich denke, wir können uns da dem Segenswunsch vom Nico vollinhaltlich anschließen, mögen auch Ihre Festtage beschaulich, besinnlich, glücklich.